Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Ikarus. Es ist zwar noch tief in der Nacht, aktuell 3.24 Uhr, also wirklich unfassbar früh, aber ein Sturm zieht auf und nach wie vor ist das Spiel so, dass die Beleuchtung dann sagt, ist mir egal, dass Nacht ist, der Sturm ist aufgezogen, deswegen ist es jetzt schon fast taghell und deswegen können wir schon sehr viel früher hier loslegen und weitermachen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit in der Nacht noch ein paar Rohstoffe gesammelt, zum Beispiel habe ich eben auch ein bisschen Schwefel abgebaut und dadurch eben diese beiden Standfackeln hier bauen können. Und davon abgesehen muss ich jetzt dringend auf Oxidsuche gehen. Mir ist nämlich das Oxid ausgegangen. Und bevor ich jetzt hier dann mühselig ersticke, muss ich jetzt auf der Jagd dann auch unbedingt diese blauen Steinchen finden. Ja, nach wie vor unser Ziel. Wir müssen viele Tiere erledigen, weil ich ohne Ende Leder brauche, insbesondere für die Lederrüstung, die wir uns früher oder später bauen müssen, um nämlich das Missionsziel besser erreichen zu können. Nämlich, das seht ihr links, wir müssen ein großes Raubtier finden und erlegen. Was es für ein Raubtier ist, wissen wir nicht. In der letzten Episode sind wir schon von einem Standardbär zerlegt worden. Und insofern hat mir das gezeigt, rüste dich besser aus. Oh. Das war sehr erfolgreich. Danke, Wolf. Ah, Oxid. Dankeschön. Das war das, nachdem ich gesucht habe. Und früher oder später werden wir auch mal einen Blick in unsere Höhle werfen, die wir direkt neben unserer Basis haben. In der Hoffnung, dass es dort Eisenerz gibt, das ich abbauen kann. Für bessere Werkzeuge und vielleicht sogar Eisenpfeile. Ja, und durch den Tod, durch den Bär in der letzten Episode, habe ich ja echt einen fiesen Erfahrungspunkt im Malus bekommen. Der ist immer noch nicht abgebaut, links oben. Das dauert echt immer. Also ein Tod ist wirklich folgenschwer. Das ist echt nicht schön. Oh. Das Schöne ist, es scheint wohl so zu sein, dass wenn es stürmt, dass die auch eine geringere Sicht haben und auch nicht so gut hören. Ähnlich wie ich. Weil das war jetzt gerade, der ist mir sehr nahe gekommen, ohne dass er mich bemerkt hat. Was bist du? Du hast mich auf jeden Fall schon bemerkt. Gut, Theorie widerlegt. Ah. Na. Das war jetzt mal ein Schuss, der ging nach hinten los. Zum ersten Mal seit langem, dass ich hier als Jäger versage. Das musste schnell gehen. Aber es ging schnell. Ja, also das mit dem Fell ist wirklich, die Tiere, die sind wirklich sehr, sehr, sehr knausrig, was das Fell angeht. Der Sturm dauert noch ein Weilchen, tatsächlich. Okay. Ich habe mir übrigens, das seht ihr links unten, der Buff, der gerade abläuft, dadurch, dass mich der Bär erwischt hat, hat er mir nicht nur eine Reißwunde beschert, die ich verbinden konnte, sondern die hat sich infiziert, die eitert. Und müsste ich eigentlich mit einem Anti- Parasitikum, wie er es genannt hat, hier in diesem Spiel behandeln. Ich warte jetzt aber einfach mal ab, ob das jetzt nach diesen 30 Sekunden dann einfach weg ist und ich mich selbst geheilt habe. Hier, minus 25% maximale Gesundheit, minus 25% maximale Ausdauer. Das ist echt heftig. Fast keine Gesundheitsregeneration. Und minus 5% gewonnene Erfahrung. Also, eiternde Wunden in diesem Spiel. Das ist echt nicht schön. Absolut nicht schön. So, geheilt. Jawohl. Puh. Das Tier konnte ich jetzt aufheben.
Erinnert ihr euch noch, als ich das mal vor ein paar Episoden, als ich meine Zerlegwerkbank gebaut hatte, ging das plötzlich nicht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich habe da den Slot, den G-Slot unten in meiner Quickslot-Leiste hatte ich nicht frei, weil ich da diese Radarstation drin hatte. Vielleicht lag es daran. Möglicherweise. Sturm lässt nach, jetzt wird es wieder dunkel. Aber das ist okay. Gegenstand kaputt. Kein Problem. Es ist ja jetzt 5.51 Uhr, das heißt, gleich wird es eh Tag. Insofern alles okay. Ja, Morgenkaffee trinken, bevor er kalt wird. So. Also jetzt werfen wir mal einen Blick auf das, was wir haben. 21 Fell. Das heißt, das Bett können wir schon mal bauen. Das war das Wichtigste fast schon. Die Steine kommen hier rein. Das verdorbene Fleisch auch. Das nicht verdorbene Fleisch kommt draußen auf mein Lagerfeuer. Das Oxid kommt in meinen Anzug. Und dann werden wir mal das Bett bauen. Dafür brauchen wir Fasern, Stock, Fell, Leder. Fasern, Stock, Fell, Leder. Ein Bett. Dankeschön. Packen wir das wieder, damit ich es gleich wieder rausholen kann, wenn ich das nächste bauen möchte. Ich und mein Ordnungsfimmel. Direkt nehmen. Die muss ja nicht schön sein, muss nur funktionieren. So. Nacht überbrückt. Und jetzt noch den Erscheinungspunkt setzen. Perfekt. Okay. Also für die Textilienbank. Da brauchen wir Fasern, Stock, Holz und Stein. Fasern, Stock, Holz und Stein. Und dann bauen wir das Ding mal. Das Lederrüstung Prio. Wunderbar. Ach, das ist so ein Riesending, ja. Ich erinnere mich. So, und hier Leder und Fasern. Viel Leder sehe ich gerade. Fasern ist jetzt kein Problem, das wächst da draußen wie Unkraut, buchstäblich. Aber das mit dem Leder ist ein Problem. Weil, ja, ich habe nur noch 45. Da werden wir weiterhin auf Jagd gehen müssen. Aber das ist okay. Ich muss meine Erfahrungspunkte zurückholen. Die Gegend ein bisschen auskundschaften. Und den Oxidator auffüllen. Wo ist er denn? Da. Und dann nehme ich das restliche Oxid mit. Die Beeren essen. Pfeil und Bogen in die Hand. Der Tag ist angebrochen. Es kann losgehen. Wo, in welche Richtung gehen wir? Dahin nicht. Sollen wir uns mal kurz einen Blick riskieren Richtung Canyon? Komm. Oh. Dankeschön für den Follow. Das war ein Follow-Sound von OBS. Ah, Leder, jawohl. Fälle sind mir jetzt erstmal wurscht. Das brauche ich erstmal nicht. Fälle brauche ich irgendwann später. Irgendwann mal, ja, wenn ich in die Schneegebiete vordringen möchte. Karotten. Bis jetzt ist das nicht nötig. Also, ich muss eigentlich nur streng nach Norden fast. Also in die Richtung, ja. Die Beeren, die nehmen wir mit. Da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Ich will mal etwas anderes sehen als diese kanadisch angehauchte Waldwildnis. Wer weiß, was da für
Flora und Fauna auf uns wartet. Vielleicht Tiere mit ganz, ganz viel Leder am Körper. Das wäre toll. Weil das Set ist teuer. Braucht wirklich ordentlich. Oh, hey, oh. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch geschossen. Das Messer ist so viel besser als der Speer, um im Nahkampf zu kämpfen. Das ist unglaublich. Ich habe so lange immer mit dem Speer und dann stochert man da rum und trifft selten. Das ist mit dem Messer so viel besser, weil die Swipes einfach irgendwie eine bessere, größere Hitbox haben. Und man einfach viel mehr trifft und häufiger kritisch. Da vorne geht's los. Oh! Das ist ja mein Hauptziel, was ich gerade habe. Tiere jagen. Keine Steine. Weil jetzt geht mir gleich mein Messer kaputt. Jetzt aber. Gib mir meine Maus zurück. Da. Repair. Repair. Und Pfeil her. Hat sich das gerade gereimt? So, jawohl, noch mehr Leder. Perfekt. Ein paar Beeren, wobei eine Wassermelone. Und der Rest, der bleibt erstmal. Oh Gott, sehr schön. 57, gut. Ist aber wahrscheinlich immer noch weit, weit zu wenig für das, was wir brauchen. Da war ich leider ein bisschen unvorsichtig bei der anderen Gemse hier. Wenn ich das Oxidvorkommen gerade sehe, das nehmen wir auch mit. Mein Levelbalken fühlt sich so langsam durch den Malus. Das ist gerade mal echt uiuiui. Noch sehr viel Rot. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine Mission gewählt hätten, die dann zu den weiterführenden Missionen geführt hätte, mit dem Schwierigkeitsgrad hart, ich glaube, das Spiel verlangt schon von dir, dass du hier dich besser vorbereitest mit diesen anderen Missionen. Weil jetzt schon allein hier im leichten Schwierigkeitsgrad bekommt. Ich darf da gar nicht hin. Ich darf in der Mission da gar nicht hin. Schade. Und die Gemse ist auch außerhalb der Grenze. Habe ich jetzt erschossen. Mann. War das ein guter Schuss? Der war schon gut. Was habe ich gesehen? Ich brauche jede Menge Fasern für die Klamotten. Wow, wow, wow. Wölfe sind keine Gefahr mehr. Was ich am Anfang des Spiels so Angst vor denen hatte. Ja, ich meine auch zu Recht, weil man echt nicht weiß, wie man denen klein beikommt. Aber mittlerweile freue ich mich, wenn sie um die Ecke biegen. Weil das ist leicht gesammelter Rohstoff. Was bist du eigentlich? Was rennst? Ach, du bist ein Hase. Wo? Bist du durch den Boden geglitscht? Da. Mein Messer ist schon wieder kaputt. Grundgütiger. Ich brauch Eisenwerkzeug. Damit kann man ja nicht arbeiten hier mit dem Zeug hier. Echt schlimm. Das ist ein Bärenwald. Super. Ich liebe Bären. Essen und trinken gleichzeitig. Sauerstoff. Ich brauche in dieser Mission mehr Sauerstoff, habe ich das Gefühl.
total strange. Oh, oh, oh. Dafür gibt es hier viele, viele Tiere. Sehr, sehr gut. Hase. Das habt ihr auch gehört, oder? Das war der Bär. Wo ist meine Bude eigentlich? Oh, oh, oh. Ich sag's immer wieder, ich schmeiß noch irgendwann mal ganz wichtige Ausrüstung weg, ohne dass ich es merke, weil die Q-Taste ist hier wegwerfen. Die ist ja direkt neben WASD. Das ist ja schon an sich schon ein Problem. Und zum Zweiten, in Medieval Dynasty, was ich aktuell ebenfalls parallel sehr intensiv spiele, öffne ich damit das Crafting-Menü. Mit Q. Quasi Gegenteil zu dem, was man hier damit tut. Saugefährlich. So, also jetzt holen wir mal alles an Fasern und Leder aus unserer Kiste raus, was wir so haben. Parken den Rest in der Kiste. Also an Knochen mangelt es mir die nächste Zeit nicht. Äste bin ich gut dabei. Die Fasern, die behalten wir, wie gesagt. Das Fell kommt auch mal hier rüber. Und das Leder. So, ich habe jetzt 140 Leder. Damit wird sich doch hoffentlich das komplette Set basteln lassen, oder? Herstellen. 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 Yes. Geil, oder? Und ich habe sogar noch ordentlich Leder übrig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht zerstören, anziehen. Kopf, Beine, Füße, Truhe, naja, Chest. Ah, haben die da denn echt den Google Translator drüber laufen lassen? Warum guckt da nicht nochmal jemand drüber und schaut, ob das Wort wirklich das ist und nicht... Ich gehe auf einen Ball zum Tanzen. Ich spiele mit einem Ball, um ihn ins Tor zu schießen. Es ist dasselbe Wort, aber eine komplett andere Bedeutung. Truhe, Chest, Brust. Da bin ich so intolerant gegenüber. Es ist echt nicht gut. So, jetzt sind wir also wirklich deutlich besser geschützt. Es sieht zwar bescheuert aus, aber... Naja. Solange es Schee macht und gesund hält. So, mehr Fleisch auf den Grill. Perfekt, eins können wir ja mal essen. So viel. Okay, nächster Step. Wir checken mal da hinten unsere Höhle, ob da... Halt, ich brauche aber Standfackeln dafür. Und da muss ich gucken, was ich dafür brauche. Fasern, Stöcke und Schwefel. Schwefel habe ich hier. Fasern und Stöcke hier. Bauen wir mal 3 Stück. Das dürfte reichen. Bisher waren die Höhlen nicht so groß. Okay. Der Rest kommt wieder in die Kiste. Hoffentlich ist es eine Alien-Schlangen-freie Höhle. Man hört sie schon hinter... Ja, ja, die spucken jetzt schon. Antwort gefunden. Oh, das ist aber eine dicke Wand. Also in der Beta war das immer nur so eine Einheit breit. Man konnte das sofort durchbrechen. Da muss ich jetzt ganz schön Arbeit leisten hier. Aber ich sammle dann dadurch auch Stein. Ist auch okay. Und nicht zuletzt Erfahrungspunkte. Der Malus ist fast weggearbeitet.
Meine Güte, das geht echt tief rein. Ups, Entschuldigung. Das muss wirklich fein säuberlich geöffnet werden, damit ich nicht irgendwie, wenn ich fliehen sollte, nicht irgendwo festhänge an der Wand. Aber das ist... wird langsam mühsam hier. So tief wie das da rein... Ja, jetzt vergiftet er mich durch die Wand. Cheater. Ich bin schon zweimal vergiftet jetzt. Das tut weh. Ja, das ist, wenn die mich treffen, ich sie aber... Oh, da ist ein Loch. Na also, jetzt sehe ich endlich was. Gut. Das war wieder ein Treffer. Aber jetzt kann ich dich wenigstens auch bekämpfen. Das Gift setzt mir ganz schön zu. Oh Gott, ich hoffe, ich überlebe das. Da ist noch so ein blödes Vieh. Wow. Das überlebe ich nicht. In einer Mission zweimal gestorben. So, nochmal ein Malus. Super, super. Es ist aber auch ein kleines bisschen unfair, ne? Dass die Typen einen durch die Wand treffen und vergiften können. Heiße ich nicht gerade gut. Wenigstens habe ich jetzt einen Spawnpunkt. Also nicht so schlimm, bis auf den Malus jetzt. Meine Rüstung muss ich auch wieder anziehen? Ne, das hat er. Okay. Dann muss ich nur hier wieder ein bisschen aufräumen. Das Essen kommt nach da unten. Genauso wie mein Oxid. Die Pfeile und der Rest kann da bleiben. So. Was war das? Hängen mir die Kapuze ins Gesicht oder was? Das Spiel hat manchmal noch so merkwürdige Fehler. Du bist auch wieder da. Ja, klar. Das ist so gemein. Ich treffe den Seele noch nicht mal. Du bist auch wieder da. Kriegen die einen Respawn, wenn ich die Höhle verlasse? Und das heißt, ich bin hier an der Grenze, dass das Ding immer und immer wieder auftaucht. Das wäre ein cooler Jagd-Farming-Spot. Überlastung. Nicht gut. Die Steine, die kommen weg. Die anderen parke ich mal im Schrank. Und dann wird wahrscheinlich gleich die Schlange wieder da sein. Wenn es so ist, dann ist das Spiel tatsächlich so programmiert, dass da an der Grenze zur Höhle irgendwie so ein Spawn-Reset-Punkt ist. Aber der Höhleneingang ist fast geöffnet. Dann kann ich Fackeln platzieren. Dafür brauche ich allerdings Holz, tatsächlich noch. Das habe ich vergessen.
Weil die wollen ja auch befeuert werden. Und dann kann ich die Höhle erkunden. Und hoffentlich gibt es da Eisenerz. Kohleerz wäre auch cool. Weil dann kann ich meinen Schmelzofen sehr viel effizienter befeuern. Geht zwar auch mit dem Holz hier, aber... Ja, wenn, dann richtig, ne? So, bis zum letzten. Bis zum letzten. Nein, das mit dem Spawnpunkt ist nicht so wie vermutet. Solche Dinger sind gefährlich, wenn sie da in der Luft hängen. Kanten, an denen man hängen bleibt im Kampf gegen die Viecher hier. So, jetzt bist du dran. Oh Gott. Gott sei Dank leuchten die im Dunkeln. Das ist sehr praktisch. Gut. Licht Nummer 1. Licht Nummer 2. Da ist Eisen. Oh, da ist mein Pfeil. Licht Nummer 3. Oh, warte mal. Ja doch, pack mal alle rein. Oh, was ist das denn? Weiterführendes Zeug. Aluminium. Ui. Oh, Eisen. Richtig viel. Eine tolle, tolle, tolle Mine. Direkt neben unserer Heimat. Finde ich gut. Und nur zwei von diesen blöden Viechern. Und jetzt, wo ich dann Licht machen kann, ist das alles viel einfacher. Komme ich da hin? Irgendwie? Ohne abzurutschen? Ich hoffe, das reicht. Da. Ja, eine schöne, schöne Gegend. Viele Tiere für Knochen, Leder und Fell. Die Mine hier mit viel Eisen. Passt. Wofür ich auch immer irgendwann mal Aluminium brauchen werde. Das ist Kupfer, ne? Ja. Ja, wie ich halt fast Level 16 war und jetzt kann ich wieder bei Level 15 anfangen. Buchstäblich. Uff. Titan. Das ist auch Level 2. Kriege ich auch nicht abgebaut. Wobei, wenn ich dann eine Eisenspitzhacke habe, schon. Aber ich habe natürlich noch keine Möglichkeit, es zu verarbeiten. Wenn ich aber auch nicht über mein Level 15 hinauskomme, ne? Alles tötet mich hier. Platin. Das ist auch Level 2. Boah, das ist echt eine krasse Höhle. Und im Zweifel werde ich, wenn ich wieder hierher komme, nochmal ein, zwei Standfackeln bauen. Weil die scheint ein bisschen tiefer zu sein. Jawohl, das war's. 110 Eisen. Das reicht doch erstmal, oder? Das heißt, ich mach mal die Fackeln aus. Sprit sparen. Und dann muss ich jede Menge Steine sammeln, die ich jetzt gerade weggeworfen habe für meinen Schmelzofen. Aber jetzt parken wir das erstmal. Oh doch, ich habe genug Steine. Reichlich. So. Alle hierher. Was brauche ich noch für den Schmelzofen? Holz und Leder.
Ich brauche für alles Leder. Warum braucht man für einen Schmelzofen Leder? Warum? Keine Ahnung. So. Spitzhacke wird auch repariert. Schmelzofen, Quickslot-Leiste. Packen wir den draußen? Ja, komm, den stellen wir draußen hin, hier auf dem Balkon. So. Direkt daneben kommt dann der Amboss, wenn ich ihn mal bauen kann. Perfekt. Gut, befeuern mit Holz. 100 Einheiten. Dann kommen die Steine hier wieder rein. Es windet mal wieder stark. Das Eisenerz kommt gleich mit. Oh, wird echt viel Leder übrig. Das finde ich gut. Zack, zack, zack. Und jetzt wird geschmolzen in großem Stil. Requires shelter. Schade. Hätte ja sein können. Direkt neben unserem Bett. Wenn nicht hier, wo dann? So. Praktischerweise hat er mir das alles hier schön eingetütet. So, das gibt jetzt dann 155 Eisenbarren. Damit lässt sich doch arbeiten für den Beginn, oder? Das ist doch gar nicht schlecht. Für deinen Amboss brauche ich 20, hatte ich im Kopf. 40. Es ist so teuer. Es ist so fucking teuer alles. Gut. Dann eben ein paar weitere Standfackeln für die Höhle. Solange der Schmelzofen hier sein Werk vollrichtet. Fasern, Stöcke und Schwefel. Fasern, Stöcke und den Schwefel, den habe ich hier. Dann bauen wir nochmal Bodenfackeln. Zwei, mehr geht nicht. Da muss ich dringend wieder Schwefel finden und abbauen. Aber das ist ja hier in der Umgebung gar nicht so schwer zu finden. Und dann werfen wir nochmal einen Blick in die Höhle. Jetzt stürmt es gerade eh. Der Schmelzofen macht sein Zeug. Und ich hoffe, dass jetzt hier nicht gleich schon wieder alles... Oh, Holz für die Fackeln. Und für alles andere, was ich auch noch brauchen werde. Gut. Hinein in die Finsternis. Fackel ein aus. Du bist wieder da. Du hast mich erschreckt. Hier wird es gefährlich, glaube ich. Oh, hier gibt es mehr Eisen. Wie groß ist diese Höhle überhaupt? Zu tief. Geht doch. Nicht beklagen. Wow. Aber auf jeden Fall Platin, Aluminium, Platin. Titan. Ich brauche Eisen. Kohle.
Perfekt für unseren Schmelzofen. Schade, dass ich die Fackel nicht in der Hand halten kann, während ich hier fleißig auf das Zeug dresche. Kriege ich das letzte bisschen noch? Ja. Und hier ist noch ein bisschen Eisen. Was haben wir hier? Titan. Aluminium. Sieht alles ein bisschen gleich aus. Kupfer und Aluminium und so und... Nur zweimal drauf gucken. Wunderbar. Gut. Dann brauche ich noch mehr Fackeln, um noch tiefer hier in die Mine vordringen zu können. Aber das soll erstmal reichen. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, die Mission ist sehr stürmisch, ne? Also da windet es relativ häufig ziemlich stark. Nicht wirklich so schlimm, dass es meine Bude zerlegt. Das hatten wir ja in der Mission, in der zweiten Mission, dass der Sturm wirklich so stark getobt hat, dass mir es fast das Dach vom Kopf gerissen hat. Kohleerz. Zack. So, das brennt jetzt deutlich besser. Und ich habe fast meine 40 Eisenbarren zusammen. Dass ich meinen Amboss bauen kann. 20. Komm schon. Ein paar Sekunden noch. Die Frage ist, ob man draußen auch... Ob das reicht, ein Dach über der Werkbank zu haben, dass ich hier quasi wie so eine Art Balkon mache mit Überdachung und dass es keine Wände drumherum braucht. Wahrscheinlich reicht das auch. Muss ich mal ausprobieren. 20. Okay, was noch? 20 Holz, 10 Stein. Und schon ist der Amboss gemacht. Steine sind... Ach doch, ich habe noch 100 Stück. Perfekt. Der Amboss ist platzierbar. Zack. Okay, hier haben wir eben jetzt die besseren Werkzeuge. Mit Eisenbarren, Eisennägel. Ach ja, genau, stimmt. Ich brauche Nägel. Dafür nehme ich einfach jetzt mal einen Eisenbarren in die Hand für die Nägel. Holz, Leder, Eisenbarren. Holz, Leder, Eisenbarren. Kein Problem. Holz und Leder haben wir zu Genüge. Die Eisenbarren schmelzen gerade vor sich hin. Nur ein kleines bisschen noch geduldig sein. Und dann habe ich wenigstens mein Werkzeug. Und dann muss ich wohl auf Level 16 oder sowas warten, bis ich endlich mal meine gescheiten Pfeile basteln kann. Kurz mal einen Blick drauf werfen. Technikbaum. Rang 2. Und wo waren sie? Die Eisenpfeile. Da. Oh, das könnte eventuell... Wobei? Vielleicht erst ab Level 20? Oh, das wäre finster. Hm. Mal sehen. Reicht es schon? Also eine Eisenaxt. Eine Eisenspitzhacke. Und das Messer noch. Das braucht nochmal 6 Eisenbarren. Kein Problem. Haben wir gleich zusammen. Endlich das vernünftige Werkzeug. Das ist so viel schöner und leichter zu arbeiten. Und man kriegt einfach mehr aus allem raus. Einer noch, komm, gib mir einen noch. Ja.
Eine sehr tolle Mine, direkt in der Umgebung. Zahlt sich dann doch aus. So. Die anderen Werkzeuge kommen hier in die Kiste. Perfekt. Und dann essen wir mal ein kleines bisschen was. Sonst geht es uns nicht mehr so gut. Hier haben wir auch noch Feuer. Ich habe so viel Fleisch. Das ist unsere intensiven Jagd geschuldet, wo wir einfach viel Leder brauchten. Bringt halt auch viel Fleisch mit sich. Optimal. Gut. Das war's dann aber auch jetzt hier vom Amboss, ne? Aktuell brauche ich hier, kann ich hier nicht mehr bauen. Werfen wir mal noch einen Blick auf die Crafting Stations. Dieses Regenauffangbecken finde ich übrigens noch spannend. Das können wir mal noch machen. Stock, Holz, Stein und Leder. Stock, Holz, Leder und Stein. Weil ich kann mich ja nicht immer auf mein Glück verlassen, dass wenn ich hier aus dem See Wasser schlürfe, dass ich das schadlos überstehe, weil immer mal wieder fange ich mir dann dadurch Parasiten ein. Und das ist ja nicht so cool. Und dadurch, dass das Wetter hier so auffallend bescheiden ist, auf diesem Planeten kann man mit diesem Wasserauffangbecken wahrscheinlich besser auf Dauer überleben. Das muss natürlich draußen sein, ne? Also wenn er mir jetzt da sagt, no shelter, dann stimmt was nicht. Halt. Mitnehmen. Mal sehen, wie das funktioniert. Stellen wir das mal so hin. So. Halten, verwenden, halten, aufnehmen. Ah. Fuel. Eis. Device Inventory. Also man kann damit auch Eis schmelzen. Vielleicht. Ja, jetzt mal gucken. Also da oben regnet es rein und unten kommt dann in den Eimer. Also mal sehen. Vielleicht brauche ich dafür ja auch Wasserflaschen. Unsere berühmten undichten Wasserbehälter, die mit der Zeit einfach das Wasser verlieren. Schweinerei. Seil brauche ich aktuell ja noch nicht für irgendwas. Was haben wir noch an Crafting Stations, die wichtig wären? Ich habe aber langsam sowieso keinen Platz mehr in meiner kleinen, aber feinen Bude. Man könnte jetzt höchstens mal probieren, wie es mit dieser Überdachung aussieht, ob das dann das Spiel als so versteht, dass man da auch Crafting Stations hinstellen kann. Ich darf halt dann nur nicht mehr die Fackeln anzünden, weil ich mir sonst wieder mein Haus in Brand stecke. Been here, done that. Brauche ich nicht nochmal. So, und noch zwei Säulen. So, dann kommen die erstmal weg. Bodenfackel aufnehmen. Mitsamt dem Holz. Und dann platziere ich die einfach ein bisschen anders. Nein, nicht aktivieren. Aufnehmen. Gut, dann die Säule. Und die Überdachung. Perfekt, und dann bauen wir die Fackeln einfach so ein kleines bisschen weiter davon weg. Nicht zu nah. Wir wissen, was passiert, wenn das so ist. Kraftstoff hier. Kraftstoff da. Und dann haben wir ein schönes Vordach. Cool. Und dann können wir jetzt mal mit einer Crafting Station mal ausprobieren, ob das zum Beispiel die Häutungsbank. 20 Leder. Fasern, Holz, Stein, Leder. Habe ich genug? Stein brauche ich auch noch. Das... Da ist sie, jawohl. Gerade so. Mein Ledervorrat ist jetzt langsam zur Neige gegangen. So schnell geht's. 20 Tiere umgehauen und jetzt hier, zack, alles schon wieder weg.
jetzt bin ich gespannt. Weil das passt doch auch wunderbar draußen hin, oder? Das ist so, weil drin, wenn man in seinen eigenen vier Wänden Tiere zerlegt, das stinkt doch dann gleich so richtig. Ja, scheint zu funktionieren. Also Dach funktioniert, Wände braucht es nicht unbedingt, damit das als Unterschlupf gilt. Gut zu wissen. Okay, dann alles wieder in die Kisten. Und dann hätten wir eigentlich alles erledigt an diesem Tag. Es wird es langsam dunkel. Ich werde auf jeden Fall nicht jetzt auf die Jagd gehen nach dem Questziel. Verfolge das Raubtier. Das ist zwar hier unten am See, nicht weit von hier. Da läuft man in 2 Minuten hin. Aber es wird dunkel und ich will mich noch mal ein kleines bisschen vorbereiten, bevor wir uns dann auf die Jagd begeben und uns überraschen lassen, was da dann auf uns wartet. Das war's mit dieser Episode von Icarus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.